Wo sind wir denn jetzt hier? Faint Signal. After a recent success, remember, members of the resistance in South Africa have brought us reports of activity that we may want to investigate. Facility Lead. Avenger, das ist ja wichtig. Das wäre natürlich wirklich wichtig. Our inspiration did prove beneficial. Resistance Radios. Ah, genau, jetzt kann ich Radios Relays bauen, um mir mehr Verbündete anzusetzen. Sektoid Autopsie ist instant. Ja, though I was never witness to one myself, countless observers attest to the existence of a much smaller, less intimidating variant of the sectoid that took part in the original invasion. In the time since, this new being, the product of clear genetic manipulation, is now a familiar face to our forces operating in the field. Sectoid's okay. Rapid physical evolution over the past 20 years is a testament to both the aliens' mastery of genetic engineering and their pursuit of advanced Codename Keksburg. Of the risks. Okay. New item available, Mind Shield. New Research available, Psionics. Stimmt, das Mind Shield verhindert die Gedankenkontrolle, ne? Das wäre vielleicht ganz gut. Alien Encryption, Psionics oder halt noch mehr von denen Gedöns. Ich glaube, ich brauche das für die Story. A number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Commander, we can now construct radio relays in any region where we've made contact with the local resistance. Against the elders, we find reward 12 ability points. Robo increased cohesion, gained XP, increased cohesion. Hacking has increased by 5. Okay, ein bisschen Intel bekommen. Carry on. Assign new covert operation. Wir brauchen mindestens Sergeant. Sergeant aber nicht zur Verfügung. Sergeant, Sergeant. Resistance Orders. Aber wir kriegen hier Noble Cause. Will recover us and all soldiers 20% faster. Dann sind die nicht mehr so lange müde. So, ist ein Soldat, der ein Hacking 3 kriegen würde. Habe ich meine Spezialisten alle verwundet, ne? Ah, hier, Rico. Du wirst unsere Hackerin. So, sehr schön. Hier kann ich noch irgendeinen Soldaten mit hinschicken. Hier, Blödi, du gehst da mal mit hin. So, und das ist nur. Achso, dass sie. Es gibt eine moderate Gefahr, dass die überrascht werden. Ah, das wird schon klappen. Und dass sie so verwundet werden. Das nehme ich erstmal in Kauf. Ich brauche die Intel tatsächlich. So. Wir werden jetzt gejagt. If they keep imprisoning and torturing people, eventually someone gonna talk. Commander, okay. Remote reconnaissance indicates the aliens have a UFO hunting for Breaks down resistance recruitment. Recruitment 100%. Recruitment kostet 100% gestiegen für einmal. Tactical, hier, da reingucken. Kann ich hier. Squad Size 2, sehr schön. Damit habe ich nämlich 6 Leute, die ich mitnehmen kann. So, Templar, mentally awake. Start every mission with one focus. Das ist, glaube ich, ziemlich gut, oder? Entsprechenden Ressourcen nicht. Wieder hier ein Fortschritt. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Ich weiß. So, da sind ein paar Leute. Ach, verdammt, die Retaliation Site. Intusible und Lena sind wieder verfügbar. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier nehmen. Du bist kein Part meiner Leute, die ich rekrutiert habe. The Groot, du auch nicht. Kozlov, du auch nicht. Intusable, Lion.
So. Save to character pool. Accept. So, done. Hair Trigger macht was? Bonus Action Chance, Expanded Magazine. Plus 10% Crit Chance. Wir hätten relativ hohes Aim. Kann man schon mal ein bisschen. Ne, nicht das da. Weapon Upgrade. Kann man schon ein bisschen Crit Chance geben. Ist dann schon okay. So, außerdem hab ich dir. Die kann ich ja noch ein Weapon Upgrade verpassen, ne? Ja. Crit Chance. Yes. Bonus Action Chance. Geben wir dir noch eine Bonus Action Chance. Das ist eh sonst fast nicht. Und. Da ich nicht will, dass Lumi stirbt. Ich glaube, mir gebe ich. Oh, Moment mal. Ich muss die Utility halt noch available machen. So, edit. Load out, da wollte ich hin. Da habe ich nichts gemacht. Irgendwie habe ich komplett falsch geklickt. Dahin will ich. Habe ich keine Armor mehr? Ah, du hast die Armor schon. Alles klar. Nimmst du nochmal eine Flashbang mit? Und du nochmal eine Heilung. The Support Mains. Was denn du jetzt Heilung? Das ist eigentlich Quatsch. So, jetzt haben wir das umgelegt. Der Snipe kommt eh nicht öffentlich in Reichweite der Gedöns. Der Granatenreichweite. So, jetzt haben wir glaube ich alle soweit erstmal ausgestattet. Das hilft zum Überleben. Der soll mal ein bisschen überleben. Personal Combat Sim, sie können ihm das 3 HP geben, aber ich denke, der überlebt schon relativ viel. Ich glaube, das mache ich lieber in Personal Combat Sims hier bei unserer guten Lumi, dass die 3 HP kriegt. Yes. Damit hat die 3 HP extra. Finde ich relativ wichtig. Und warum habe ich ihn im Loadout? Magnetic Rifle und keine Shotgun. Verstehe ich nicht ganz. Ich bin doch auch ein Ranger. Komisch. So, das einzige, was ich noch nicht abgeupgradet kann, ist jetzt unser Heavy Gunner, ne? Wenn wir keine besseren Waffen haben. Auf geht's in die Mission! In position for deployment. Begin mission. Wir waren ja schon direkt in der Nähe. So-called peacekeepers are hitting one of the resistance camps in this area. And they're taking out civilians and fighters alike. We're deploying to protect as many people as we can. Secure the site and take out any hostile forces still threatening the area. Okay. Wir müssen Zivilisten retten. Wie gesagt, beim zweiten Retaliation kommen normalerweise dann die ersten Mutants. Okay, da war ich immer zu verpackt. One of us chosen is leading an assault on the resistance encampment in this area. Our people are doing what they can to fight back. Chosen ist dabei. We need to help protect the civilians trapped nearby. Und Chosen ist dabei. There's a group of resistance soldiers hunkered down not far from your position. Move in and help fend off the attacking alien forces. Wir gucken die sich erstmal an. Okay, Outrider, Ben. Natürlich. Stimmt, ich habe hier schon kein. Ich löse keine Overwatch Reaction Fire, ne? Und bin Blade Master. Advent ist hier. Uncool. Ha. Versuchen wir es trotzdem mal. Es bewegt sich noch. Versuchen wir es trotzdem mal, weil wir hatten nicht eine ganz schlechte Chance.
entgeht nichts. Dir entgeht nichts. Nähere mich der Zielposition. Nicht so sicher. Na los, zeigt euch. Saga. Ey, du kannst immer gerade einen Schritt zu wenig laufen, ey. Was soll denn das? Klingt machbar. Bietet Feuerschutz. I see the path. Ja, sag ja, die ersten Neutrons. Und der Mist. Das wäre so gut gewesen, hätte direkt die Armor geschreddert. These Mutons seem a little more agile than the ones we fought in the past. It looks like they're still serving as the aliens' front line. Diese scheiß Roboter, ey. Ernsthaft? Das ist alles, was ihr macht? Zivilisten kaputt schießen? Yes. Resistance Activity. Die Armor kommt ja kaum durch mit ihren Waffen. Ein Crit. Noch ein Crit. Okay. So, zu dir will ich. Wen kann ich denn ranten? Dich kann ich ranten und auch nur dich. Komm gerade so bis hin. So. Ha. Huh. So, ta. Problem ist, wenn ich das mache, bin ich wahrscheinlich ziemlicher Brei. Weil ich dann keine Deckung mehr habe, der kann nämlich nicht weiterlaufen dann. Klingt machbar. Deswegen gehe ich mal mit dem ein Stück woanders hin. 70%, komm schon. Ja! Feind steht noch. Depp! Du musst den da ausschalten. Der hat echt noch ein HP. Shit. That was not expected. Verstanden. Bin unterwegs. Lumion, bist du so verdammt langsam? Müssen wir halt darauf schießen, auf den Schwärmer. Jawoll. Lumi trifft, guck mal. Mein alter Ego, so trifft man mit einer Schrotflinte, ja? Begebe mich zu dieser Position. So, 74 und 60. Wir machen erstmal deine Rüstung platt, damit du uns hier nicht mit dem AOE zerbombst. Sehr schön. Feind erledigt. Ich glaube, ich kaum noch jemanden, den ich auf Overwatch setzen kann, ne? Schon unterwegs. Feuerschutz. Look at them run. Jawohl, schön den Rücken geschossen. Ziel getroffen. Das ist schon mal nice. Schießt nicht mehr auf den, okay. Ach komm, jetzt aber treffen können, der steht direkt neben dir. So. Das kann ich machen. Ich gehe mal scouten mit meinem. Du bist mein Sniper, ne? Du sprintest mal daher. Jawohl. So, Shotgun, du sprintest auch hinterher. Lumi. Oh, wie geht's? Intusable. Du brauchst eigentlich nicht nachladen, weil du hast ja so einen Haufen Muni.
deswegen rennst du auch mal rein. Bisschen scouten. So, und du läufst mal da an. Du lädst nach allerdings. Reload. Yes. Damit ich nicht alle gleichzeitig reloaden muss, falls ich mal reloade. Huh. Pistolen Overwatch. Schieß in den Rücken! Ah. Mit der Uzi nicht den Rücken getroffen. Hm, schade. Ich hoffe jetzt mal den blöden Typen dazu zu töten. Nee. Anscheinend nicht. Schießt er den gleichen außerdem noch? So sieht's so aus. Group of civilians pinned down within range of your position. Sensors indicate hostile forces are closing in fast. We need to get in there before the aliens slaughter those people. Sind die auf dem Weg? Warum zählt das hier nicht? Eigentlich. Muss ich wirklich da hin? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Zählt irgendwie immer noch nicht. Also weil ich das Vieh nicht getötet habe, was die angegriffen hat, ne? Das ist natürlich doof. Da sehe ich, da habe ich dann nämlich. Kein Problem, Boss. Kein Problem, Boss. Glaube ich irgendwie noch nicht so richtig dran. Glaube ich noch nicht so richtig dran. Nähere mich der Zielposition. Vor allem, da sie wirklich sehr weit vorne ist. Bin dabei. Könnte das doch ein Problem werden. Und los geht's! Bestätigt! Überwachung läuft! Hm, wir sprinten mal hier rüber. Jawohl! Das würde ein bisschen auf zwei Flanken kommen. So-called Peacekeepers! So-called Peacekeepers! Warum reden die eigentlich Englisch? Achso, die Templar-Tour, sie redet Englisch, ne? Ja, schießt wieder auf diese Zivilisten direkt. Anstatt auf mich. What? Oh, jetzt Flammenwerfer hast du? Das war ungünstig. Nicht schlecht. Da waren nämlich Zivilisten unten drunter. Natürlich, in dem Moment trifft natürlich mein Typi wieder, ey. Holy shit. Und zerwämst das Ding. Indirekt Zivilisten getötet dadurch. Leider das Muton wir nicht getroffen. Ich will mal den töten mit dem 1 HP. Finally. Sarah Schmidt was killed. Achso, das hat das Auto komplett aufgelöst. Wen renten wir jetzt mal? Wir können das Muton auf jeden Fall töten. Wir können den Stunlancer töten. Da haben wir noch einen Stunlancer, den wir töten können. Ja, wir nehmen das Muton. Och nee. Ah, den soll ich nicht in den Nahkampf angreifen. Stimmt, da war was. Ah, da war was. Mutons darf man nicht im Nahkampf angreifen. Völlig vergessen. Hm. Nee, war das große fette Vieh da. 7 Damage, das ist ordentlich. Munition ist knapp.
61, 55, ey. Sehr schön. Jetzt ist das große fette Vieh schon mal platt. Das kann ich machen. Gremlin hier? Seeking Wolf. Heil sie mal. Auf geht die Heilung. Wenn ich schon dumme Kommandos gebe, muss ich Leute auch entsprechend dann da rausholen aus dem Shit. Befehl bestätigt. So. Rücke zur Zielposition vor. Auf geht's. Stunlancer 70%, Stunlancer und Newton. Oder wir machen einfach mal eine Flashbang in den ganzen Shit rein. Wird ja alle geflasht sind, würde ich mal sagen. Dann flashen wir wahrscheinlich auch unsere Zivilisten, aber das ist zumindest vollkommen okay. Wird dafür viel Gegner flashen. Genau, wir haben auch noch die anderen Zivilisten disorientiert, aber das. Er trifft trotzdem den Critical. Ich hätte vielleicht nicht 4 oder 5 selber killen sollen mit dem einen Overwatch-Hit. Das ist leider nicht effektiv. Ich würde sagen, jetzt trefft er aber auch alles oder was mit Crits? Wo ihr euch vorher gar nicht geregt habt. Habe Blickkontakt zu einer Adventstellung. Och nee. Den Flammenwerfer setze ich da rein. Was ein Camper. Hat ja viel geholfen, der Flashbang, muss man ja schon sagen. What the fuck? Was zur Hölle? Flashbang, die machen erstmal 4 Kills. 70%, komm schon. Das war echt gut. Du musst mal laden. Musst du noch bis da hoch? Jawohl. Begebe mich zu dieser Position. Dann hast du nächste Runde nämlich eine schöne hohe Position zum Schießen. So, jetzt könnte ich hier den Stunlancer anschlitzen. Das da, das da. Der Stunlancer ist wirklich tatsächlich kacke. Roger. 91, 5 bis 7. Komm schon, mach 6. Läuft. 10. Auch eine Option. Ziel erledigt. Auch eine Option, 10 zu machen. Ich habe keine Deckung, wenn ich da hochgehe, dummerweise. Aus. 58, 52, 50, die ist auf Overwatch. Kein Problem, Boss. Kann man Gremlin hier machen? Auf sie. Sie müsste eigentlich noch genug HP haben und sie wird auch gerade ignoriert. 76, 67. Ich versuch's mal. Voll. Nicht schlecht. Jeder Dritte geht daneben. Das war gerade gar nicht kein Dritter. Und du rennst mal bitte nicht weg. Och, komm schon. Intusible. Was machst du mit deinem MG? Wohin schießt denn du? Du hättest Zivilisten retten können, aber nein, du sagst halt, du willst deinen Namen an die Wand schreiben. Oh oh. Oh oh, nein! Au. Oh, das ist bitter. Die werfen jetzt Granaten, die Newtons, stimmt, völlig vergessen. Kannst du irgendwann wieder aufstehen?
Ich bin schon angesenkt. No longer stunned. Yes. Please. Ich bin bereit. Hä? Kann ich nicht mehr schießen? Ich will kein Target, was ich sehe. Scanne Gebiet. Ah, 47 und 45. Oh Gott, ist das kacke. Defense, Squad Zeit, Low Cover. High Cover. High Cover? Achso, weil er noch daneben steht. Gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Begebe mich zu dieser Position. Und schieß ihm ins Gesicht. Komm schon. Gummi. Jawoll. Nochmal schön weggehauen. Bestätigter Abschuss. Meine Munition. So, renten durfte ich auf den nicht. Auf den darf ich renten. Und ich krieg sogar Fokus. Yes. Nice. Und wir parryen. So, jetzt müssen wir aber hier irgendwie noch in Deckung begeben mit dem. Klingt machbar. 78, komm schon. Hau ihn weg, bitte. Lena 2. Was ist denn jetzt los? Ich habe auf Schießen gedrückt. Und da hinten rennt jemand durch die Gegend. Okay. Das war echt gut. What? Ach, die jetzt hier. Ah, und ich frage mich, warum ich jetzt hier durch die Gegend renne. Verstanden. Der muss ja noch das Squad Overwatch kriegen, dann wäre das richtig gut für ihn. Bladestorm, jawoll. Von mir abhauen ist halt nicht. Lol, er ist da hinten umgefallen. Lustig. Menace 1-5, you secured the remaining civilians and there are no other hostile contacts on the scope. Good work out there. Ja, Foto machen. Join the fight. Continue. Continue. Ja, hat funktioniert. Ich hätte natürlich auch den müden Skirmisher mitnehmen können. Aber das wäre schwierig geworden. In the shadows. Plotting to destroy all we have built. To return us to the chaos of the old world. Only together can we oppose them. United in the Elders' love for us, we shall prevail. No matter the cost. Nee, bin ich dagegen. Deadmau5 Damage, hier, Lumi. Deadmau5 Damage, Lumi. Ah, sehr schön. Lumi rockt hier die Hütte, aber die sind alle verletzt, glaube ich, ne? Durch die Granatengedöns und so. Ach nee, guck mal. Nur 4 von 6. Most Cohesion, Denzu und Lion. Ah, interesting. So, Run Gun. Take an action directly after dashing. Ach genau, da kann ich irgendwo hinrennen und dann noch schießen. Oder auf Overwatch gehen. Conceal, immediately enter concealment. Das will ich nicht. Ich will eben Run and Gun. Ich will da reinboosten und kaputt hauen. Hier, Long Watch. Ich will nicht, dass die reißen so. Ich könnte denn so mit mir. Mir very high. 9,9. Doch, die sollte man schon. Die sollte man schon. Dieses Bild, ey. This is the voice of the resistance. Reminding you. Here, take photo. Nice. Rogue One. Beer and loading. Sehr gut. So never give up hope. So promote. Lumi got promoted. Phantom, du bleibst in Concealment. Hier, das brauche ich nicht. Ich brauche irgendwie auch einen Blade Master. Ich liebe das mit dem Blade Master zu spielen. Und hier, Field Medic, du kriegst extra Heilung. Und Intuitable Demolition oder Suppression. Gleich will Leute suppressen. Hallo?
kann Suppression nicht nehmen, ich kann Demolition nehmen. Machen wir erstmal Continue, irgendwie gebackt das gerade. Loot. Laser Sight. Und acht Leute haben wir gerettet. Jetzt kommen wir Mutons auseinander. Minions and lives were saved by your decisive action on the battlefield, Commander. You and your troops are to be commanded. Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich habe ein paar Leute auf dem Gewissen gehabt.